so clever. I promise you, agent, can't escape me forever. We're playing a game. You take from me, I take from you. But every game ends, and when this one is through, I expect you to die. The best of the best, you'll die. I expect you to die. I expect you to die. When you finally see the worst side of me, we'll finally be eye to eye. I expect you to die. That voice in your ear, they've no chance to save you. A mere puppeteer, they only enslave you. You're a piece on a board, I bet with my wealth, my armies of dreams. Your every success unveils still greater schemes. A lake full of acid, a drill from the sky. If you try to fight me, we'll watch your hopes die. Lasers and saw blades with sharks on standby. You're right where I want you, and this is goodbye. I expect you to die. I expect you to die. I expect you to die. When you finally see the worst side of me, we'll finally be eye to eye. I expect you to die. 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 Welcome to the Enhanced Operative Division. I am your assigned handler and support agent. We're going to be fast friends, I have no doubt. Your new implants allow you to use telekinetic abilities to manipulate the world around you. Back when I was a field agent, we had to pick things up the old-fashioned way. Fumbling for it after our third martini. I find testing your spine to be an absolute joy, don't you? Try leaning left. Ich würde damit mal sagen, hallo Leute und willkommen zu, wie ihr es gerade vielleicht schon gehört habt, Expect to Die. Ein kleines VR-Spiel, was ich hier gerade auf der PlayStation spiele. Ja, wir sollen uns nach links lehnen und jetzt nach rechts lehnen. Now that we're finished with calisthenics, to dexterity. The current slide illustrates how to activate switches. Shall we put it to the test? Look at the radio to your left. See if you can change the station by clicking its buttons with your index finger. Ich komme nicht. Your ability to push buttons is beyond reproach, Agent. But what about your ability to pick things up? Fortunately, as the current slide shows, that talented trigger finger of yours is also helpful in grabbing things. I've left you a very cryptic note by the projector. Try picking it up. I don't normally condone the use of fire indoors, but what the hell? Pick up the lighter on your left, then press the move button to light it. The move button is the flat, smooth button under your thumb. Use the lighter to burn the note. Das ist gar nicht so einfach, weil erklärt es hier gerade. Ich hätte das jetzt nehmen müssen und dann mit dem Move Button, also mit dem obersten Button auf meinem Move Controller, ich spiele es wie gesagt auf der PlayStation, kann ich den an- und ausmachen. Das ist gar nicht so einfach, weil ich hier bin ich schon außerhalb meines Spielbereichs. Wie man vielleicht sieht, denn Moment, wenn ich zu tief gehe, dann und die Kamera ist nicht mehr richtig wahr und es schwebt einfach weg. So, und jetzt soll ich den hier verbrennen. Let's practice aiming with your new telekinetic powers. Pressing the move button will activate them. The circle that appears is where you're aiming. If it turns blue, you can pick up the object in the same manner that you grab objects nearby. Pick up what we've just sent you through the door.
Das werden wir wahrscheinlich des Öfteren machen müssen, denn wir können jetzt so rumziehen und können Sachen picken und sollen jetzt das hier von der Tür picken. Now that you have the target, you can move it closer or further away using the small buttons towards the outside of the controller. Try bringing the target closer to your desk. Hier muss ich zugeben, da muss ich gucken. Also im Endeffekt die unteren Button immer zum Ranziehen, die oberen zum Wechseln, weil ich weiß auf diesem Move-Controller noch nicht auswendig, wo was ist. Well, holding the Wow. You're a natural. While still move your thumb to press the hover button shown on the slide. The target will hover in the air. Try hovering the target over the fake plant to your left. Papa. Well done. I wish we could afford real plants, but our dry martini budget is disproportionate to, well, everything else. Now, try to hover another target over the chair in front of you. Excellent work. Let's try one more if you're feeling frisky. Hover the third target over the round table. Durchs Umgucken wird mir gerade schon so ein bisschen bossenzick, ey. Aber nur durchs Umgucken. Keine Ahnung warum. Now. There's only one thing we do to targets around here. Well, two if you count placing them. Pick up the gun and try shooting a target by pressing the move with your thumb. Ich hätte das Feuerzeug vielleicht mal wieder schießen sollen. To use an object you are holding, press the move button. Just to remind you, the move button is the broad, flat button under your thumb. Use that gun to shoot a target. Or we won't give you real bullets for your field missions. Great shot. Only one target left. Opening drawers and compartments will be instrumental in navigating the various desks you may encounter on your dangerous missions. In case you forgot, das ist leider außerhalb meines Move-Bereichs. I'll unlock the training slide rail from the projector after you retrieve your new mission from the door. Das sind aber die. Was soll ich machen? To unlock the training slides, grab your first mission from the door. Ah, da. Da. Well done. Feel free to explore your new office. When you're ready, put in Operation Friendly Skies to begin that mission. Munition habe ich in den Scheißwaffe. Das Ding hat doch was. Well done. Feel free to explore your new office. When you're ready, put in Operation Friendly. Ja, dann lass mich doch mal in Ruhe umgucken. Du laberst die ganze Zeit nur. Was sagt das? Es ist unglaublich, wie gut es sich in VR zählen lässt, finde ich. Sagt er und trifft mich. Ich weiß nicht mal, ob jetzt gerade alles klappt. Einen Moment. Kurz die Sachen aus der Hand legen. Warum höre ich manchmal kein Sound? Ich muss mal kurz die Brille vom Kopf nehmen, um mal eben schauen. Es scheint aber alles zu klappen. Was ich vor allem mal auch machen sollte, ist. Kleinen Moment bitte. Well done. Feel free to explore your new office. When you're ready, put in. Operation Friendly. Du wiederholst dich, mein kleiner Freund. Du wiederholst dich. So. Wie ich bereits im Titel geschrieben habe, für die Livestream-Zuschauer jetzt gerade mal, ich kann leider während der VR-Brille natürlich nicht lesen. Es war jetzt auch leider niemand da, der mir. So, kurz die Brille wieder aufsetzen. Der mir. Den Chat vorgelesen hätte. Well done. Feel so. Free to explore your new office. When you're ready, put in Operation Frit. Irgendein neuer Erfolg. Ich habe gerade zwei Erfolge bekommen. Beziehungsweise eigentlich müsste ich es da reinpacken, ne? Komme ich nicht dran. Moment. Nein. Ah ja. So. Das sieht doch besser aus.
Dann wollen wir mal Operation Sky testen. We're calling this mission Operation Friendly Skies. I hope you like cars and airplanes and cars in airplanes. Dr. Zor, corporate billionaire by day, underhanded villain by night, has a cargo plane scheduled to depart for Zanzibar this very evening. We need you to infiltrate the plane before it takes off, gain access to the vehicle held within, and drive it right off the airplane. Our intel assures us Zor's car is equipped to handle a fall from any height, so we're almost positive you won't die. Press the start button to begin your mission. Kann ich ihn auch mehr ziehen? Zum Glück gibt es die Telekinese, weil sonst hätte ich wirklich Probleme, weil ich habe wirklich nur einen sehr kleinen VR-Bereich. Leider. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. You may be wondering why this car can never reach Zanzibar. It has some of the most high-tech weaponry in Dr. Zor's considerable arsenal. Naturally, we'd like to poke at it a bit. Drive it off the plane and you may just earn that vacation you're always going on about. Okay, also wir haben uns jetzt, bevor das Flugzeug abgehoben hat, hier reingeschlichen und sollen dieses Auto jetzt aus dem Flugzeug schaffen. Das ist wohl eine sehr hohe Waffen-Dings. Also, was haben wir denn hier? Faulty Cannon Reset System. Weiß nicht, was das erste ist, aber das zweite ist diese Platte da auseinanderschrauben. Und da soll irgendwas rauskommen. 3 von 3? 3 Schritte oder wie? Ernsthaft? Kampagne. Kann ich das einfach auf meinem Schoß legen? Mehr oder weniger. A little early to celebrate, don't you think? Nö. Genau der richtige Moment. Huch. Geht das? Das klang jetzt eher so, als würde es nicht gehen. Kann ich das auch leer machen? Oh. Ja. Ups. Oh, warte, da sehe ich gerade noch einen Zettel. Mal ganz davon abgesehen, dass ich da hinten... Das fand ich gut. Das wollte ich auch gar nicht, weil ich weiß, dass... Die erste Mission kenne ich schon, auch wenn ich leider nicht weiß, wie man sie gewinnt. Aber wir werden sterben. Hier draußen ist Giftgas, wir dürfen die Türen und die Fenster nicht aufmachen. Ja, retry bitte. Das war auch anders. Aber was ich gerade gesehen habe, das wollte ich noch mal kurz gucken. Was haben wir hier? Faltrum auf jeden Fall. Ja. You may be wondering why this car can never reach Zanzibar. How to arm your bomb. High-tech weaponry in Dr. Zor's considerable arsenal. Naturally, das ist 2 von 3. Es fehlt also noch einer. Drive it off the plane and you may just earn that vacation you're always going on about. Oh, baby. Das ist nice. Freut sich über so ein kleines Klappmesser. Da ist nur Geld drin, oder? Okay, ich habe Knöpfe ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal die Waffe holen sollte. So, was wir machen können ist... Nicht die Fenster runterlassen. Können wir das Auto starten? Wie gesagt, ich werde da vorne wahrscheinlich genau nicht drankommen. Ähm.
sind die da? No fucking clue. Okay, hinter mir war jetzt die Pistole und Geld. Mehr nicht, ne? Oh, guck mal, mein Sitz ist sogar theoretisch zurückgeklappt. Leider mein echter nicht. Kann mich also... Ich sehe gerade den Schlüssel, aber ich habe hier auch die letzte Karte gesehen. Was haben wir denn? Nein. Nimm. Nimm. Auto-Deployed, genau, das ist das Wichtigste, mehr oder weniger. Das wäre halt so ein Fallschirm noch hinten dran. So, da ist nichts dran? Nein. Das heißt, wir können mal hier gucken. Was ist das? Was ist das da? So, wir haben den Schlüssel. Intruder detected. Present eye for retina scan. Move head closer to scanner. Scan avoided. Targeting. Laser avoided. Deploying secondary countermeasures. Oh, the old ticking bomb. I'm partial to plastic explosives. You'll need to cut those wires, Agent. Und welchen? Nicht in der Reihenfolge zumindest. Bomb Explosion. Okay, sobald wir das Ding anmachen, schießt ein Laser auf mich. Okay, Moment. Gib mir nochmal die Gebrauchsanweisung für die Bombe. Das ist nicht die Bombe, da ist die Bombe. You may be wondering why this car can never reach Zanzibar. It has some of the most high-tech weaponry in Dr. Zor's considerable arsenal. Naturally, we'd like to poke at it a bit. Drive it off the plane and you may just earn that vacation you're always going on about. Das ist ja auch how to arm, also wie ich die Bombe scharf mache, das ist ja nicht wie ich sie entschärfe. Aber wie entschärfe ich sie dann? Haben wir ein Feuer? Nee, ne? Was ist da drin? Wir haben ein Feuer. Und eine Zigarre. Das kann ich gleich mal gucken. Mann, ja? Nein. Falsche Taste. Ja, das hat nicht geholfen. Scheiße. Okay, rauchen wir die Zigarre. You know, smoking may cause a slow and painful death. Ja, shift happens. So. Wir haben hier den Schlüssel. Der muss da rein. Wenn wir jetzt anmachen, kriegen wir das gleiche Problem mit den Retina-Scanner wieder. Wir probieren es aber. Intruder detected. Present eye for retina scan. So, kann ich jetzt? Scan failed. Targeting. Ah, das war ja schon fast klar. Laser avoided. Deploying secondary countermeasures. Oh, the old ticking bomb. I'm partial to plastic explosives myself, but you must respect the classics. I believe defusing bombs is covered in basic training, yes? Oh. Ich glaube, ich sollte mit meiner Zigarette nicht zu nah an die Bombe rankommen. Kann das sein? Ich habe gerade so das Gefühl, als hätte ich sie scharf gemacht. So, You may be wondering why this car can never reach Zanzibar. It has some of the most high-tech weaponry in Dr. Zor's considerable arsenal. Naturally, we'd like to poke at it a bit. Drive it off the plane, and you may just earn that vacation you're always going on about. Laser avoided! Ah, die Bombe. Oh, the old ticking bomb. I'm partial to plastic explosives myself, but you must respect the classics. I believe defusing bombs is covered in basic training, yes? No ticking is good ticking, as they say. Now, can we please focus on getting the car out of the plane? Okay. Also, man disarmt die Bombe, indem man wirklich die Schritte schlichtweg einfach rückwärts macht. Okay, das ist gut zu wissen. Das, ich hoffe zwar nicht, dass es hundertprozentig so auch im echten Leben geht, aber in diesem Spiel geht es so. Hallo.
Das hätte was. Egal. So, du, geh mal bitte weg. So, jetzt wo wir das haben. Wodurch stellen wir. Das Ding hat sogar vollen Sprit. Können wir. Müssen wir jetzt die Klappe vorne erst öffnen oder können wir einfach durch? Weapons offline. Weapons offline. Next message. Zor, there is an urgent matter we must discuss. Weapons offline. Next message. Hello, buenas. Mensaje para el Dr. Zor, de parte de la guardería de gatos, mi menino mimado, para confirmar su cita a 4 de la tarde. Boah, ist gut. Weapons offline. Das ist parken. Das ist rückwärts, das ist neutral und das ist vorwärts. Honestly, Agent, we want the car in one piece. Nothing short of an explosion is going to make a dent in that cargo door. Okay, wir müssen also zuerst rückwärts. Okay, was wir machen. Ein Stück vorwärts, bitte. Das war ein Stück zu weit. Denn ich will so einen Schraubenzieher da draußen. Wir haben ja schon gesehen, wir überleben eine kurze Zeit draußen. Also was heißt kurze Zeit draußen, aber wir überleben ein bisschen Giftgas. Ja, ist doch gut, ist schon wieder zu. Meine Klimaanlage hier ist auch wieder an. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, Master Reset. So, das warst du, ne? Achso, das aktiviert die Waffen. Verstehe ich das richtig? Weapons offline. System resetting. Weapons online. Hi. Achso, das muss ich jetzt laden. Nicht da. Mit. So. Denn ich glaube, ich muss diese Teile da reinpacken. Moment. Nee, das war nicht. Auch. Ah! Ich muss mal eben das da erreichen. So. Den. Den. Das muss schnell gehen. A bit unconventional, but then again, convention never was your strong suit. Und you better drive the car off the plane. Hab ich's? Oh yeah. Parachutes deployed. Das wäre es mies gewesen, wenn diese Durchsage gerade Parachute deployed nicht gekommen wäre. Another successful mission. So, ich glaube, die nächste kenne ich vom Aussehen her, aber da kenne ich keine leider Lösungen. Bin hier jetzt mal gespannt. I see you brought back some explosive souvenirs. Make it rain. Speedrun fehlt noch und Guns Away. Keep it up. We finished dissecting Zor's car and only two technicians died in the process. A new record. A few of Zor's car phone messages were from the head of a pharmaceutical company that produces lady shampoo. Squeaky clean, okay. Du redest mal auf meinen Freund. So, der kommt erstmal. Na. Da rein. Ordnung muss sein. Sonst ist hier alles aber noch beim Alten. Jetzt hat nichts getan, ne? Was mich gerade interessiert. How to earn your. 00. Achso, wegen. 007. Was ist das? Deduction. Ich denke mal, die gleichen Farben der Bücher geben auch immer das gleiche aus. Firearms. Schade, ich kann die aber nicht aufmachen. Defense Driving. Ja, haut.
Also die gleichen Farben sind immer die gleichen Bücher, okay. Das heißt, wir haben da sehr oft die gleichen Bücher stehen. Hatten wir das da? War ja auch schon. Bitch. Oh. Die Bücher brennen. Source people recognize you now, so you'll be going undercover for this mission. I hope you're not scared of heights. Data retrieved from Zor's car confirms information linked to us from a Dr. Lincoln. We have also heard news that Zor's lieutenant, Daniel Sands, has been researching a super virus. We need you to infiltrate the lab and destroy that virus. It's a super virus. So, Moment, ja, ich mach's schon. So, Start. Ich bin gerade nur dabei, die Schlaufen auch mal anzulegen. Ausnahmsweise. Oh, what the fuck, das kann nichts Gutes werden. Warte mal, ich bin jetzt echt nicht in den... Oh Gott, das kann nicht gut enden. We believe Zoraxxus is creating a deadly supervirus. We know Zor wants revenge on the agency, but this is a tad extreme. Get into that lab, and I'll walk you through making an antivirus. Ist das nicht von Dings da hinten hier? Ich soll jetzt da rein und ein Antivirus machen. Ich hatte nie Chemie. Hatte ich Chemie? Ich hatte nie Chemie, oder? Perhaps when you're done there, you can come clean my office. Okay. obwohl doch hier der Wischer fehlt, ne? Mir juckt seine Nase. Was ist da drin? Naturalize the super virus. Was da unten kann ich gar nicht lesen. After ready. Burn after ready. Ah, das heißt ja Super Virus. Okay. Wir sollen da also irgendwas reinfüllen. Okay. Es wird hier oben in dieser Höhe wahrscheinlich auch hundertprozentig so liegen bleiben. Ich soll da rein, ne? Breach detected. Initiating security measures. Oh, was haben wir jetzt? Da. Dr. Ashley Lincoln. It has come to our attention that... Nichts Interessantes leider auf diesem Text. Drei Drähte. Security online. ID card required. Security online. ID card required. Was ist denn das? Ach so. Hier ist so ein Kitter. Was haben wir hier? Girari. All effective und Kappe. Das könnte sogar noch interessant werden, aber wahrscheinlich brauchen wir die Unterseite davon.
Laser tripped, deploying neurotoxin. Für Mami. Oh. Darf ich wieder? Okay, wenn wir die Laser berühren, strömt Neurotoxin raus, ein Nervengas, das weiß ich mittlerweile. Da haben wir die ID-Karte, die ich brauche. Von? Security Access Z4. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Steht aber auch kein Name drauf, oder bin ich blöd? Also das hier kann ich kaum lesen. Ups. Festhalten. Laser trip. Schnauze. ID accepted. Security disabled. Full disclosure, Agent. I don't really know how to make an antivirus. However, Sean in HR says you tested well in chemistry. So give it a go. Save millions of lives and don't blow yourself up. Ich verteile mal ein bisschen. Okay, das sind die drei Chemikalien, die ich habe. Und ich kann die Hähne drehen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was haben wir denn hier? So. Okay, das sind die Sachen, die wir wahrscheinlich haben. Hier, Türkis ist Gallium. Lila ist... Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Zenit kann ich noch lesen, also rot. Die Frage ist jetzt... Moment, wir konnten es doch auch zum Havern bringen, ne? Das ist nicht Havern. Okay, dann haben wir nämlich jetzt theoretisch... Moment. Ja, die Brille mal ein bisschen umsetzen, damit ich das besser lesen kann. Leider hält sie nicht ganz so, wie ich es am besten lesen könnte. Weil so könnte ich es gerade am besten lesen. Das ist Nanit, Regalit, Gallium, Arsenium und Sanit, was wir hier haben. So, immer den da bitte nochmal. Müssen wir das alles mixen? Ein Moment, also irgendwie stimmt gerade die Brille so gar nicht. Ja, meine Hände baumeln da gerade so ein bisschen. Das ist sehr schön. Ob da nämlich meine Hände jetzt auch mal wieder in die Hand? Okay. Wo führen die Leitungen hin, frage ich mich als nächstes. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Wo kommt das jetzt raus? Also wenn ich den jetzt... Moment, die sind gerade alle an. Den gelben kann ich nicht anmachen. Gelb ist Ding. Das wäre dieser Explosivstoff. Also kann ich mir vorstellen, dass ich den Explosivstoff brauche. Was macht das? Nix. Was macht ihr? Okay, da bekomme ich, glaube ich, einfach neue. Wir können ja mal G, A, R und Y. G ist Türkis. Muss, glaube ich, hier rein. R habe ich gar nicht und Y. R, E.
Ausdruck sollte da rauskommen. Schlechte Chemie, okay. Das könnte sehr kompliziert werden für mich. So, first of all, them. Breach detected. Initiating security measures. We believe Zoraxxus is creating a deadly supervirus. We know Zor wants revenge. ID accepted. Security disabled. Full disclosure, Agent. I don't really know how to make an antivirus. However, Sean in HR says you tested well in chemistry. So give it a go. Save millions of lives and don't blow yourself up. Nein, den wollte ich hier zu mir. Ich glaube immer noch das. Die beiden mit dir. Was ist das? Was habe ich denn gerade falsch gemacht? Ah ja, und RE. Ach, grün. Warte mal, ich habe gar nicht grün da reingemischt. Was habe ich denn gerade reingemischt? Türkis. EI. Wie komme ich denn grün? Muss ich den hier aktivieren? Und den dann umlegen? Ah, dann bekomme ich grün. Okay, jetzt brauche ich... Ich brauche die Säure, um die Kette wegzumachen. Ich verstehe. Also GI, AR und Y. Türkis, grün und rot. Türkis, grün und rot. Das sieht genauso aus wie der Scheiß, der da sowieso schon ist. Es gibt doch bestimmt noch einen Erfolg. Ja, vielleicht doch nicht. Damit hätten wir jetzt auch gelb. Agent, you've been spotted. Quick, act naturally.